Wir starten brasilianisch. Morten Rüdiger mit dem Traumtor für Braunschweig 2 in der Regionalliga gegen die Spielvereinigung Drochtersen Assel. Ball an und Mitnahme perfekt, der Rest nur noch Formsache. Ähnlich gefühlvoll trifft in der Bayernliga Thomas Schneider. Der Ausgleich in der Partie zwischen der Spielvereinigung Weiden und dem SC Eltersdorf. Der passt genau. Freistöße kann auch Florian Nagel und damit zurück in den Norden zur Spielvereinigung Drochtersen Assel. Der Mann mit der Nummer 10 erhöht gegen den VfB Lübeck auf 2:0. Nicht lange fackeln, denkt sich Eintracht Nordheims Silvan Steinhoff. 1:0 Führung im Oberligaspiel gegen Arminia Hannover. Was für eine linke Kleve. Nach der Pause der nächste Kracher. Diesmal schlägt Mehdi Mohebi zu. 2:0 für Nordheim. Der Gästekeeper auch bei diesem Tor ohne Abwehrchance. Einen dicken Patzer dagegen leistet sich Alemannia Haibach-Keeper Christian Ivkic in der Bayernliga Nord. Patrick Fuchs sagt Danke und bringt den SC Eltersdorf sehenswert in Führung. Mehr als sehenswert macht es Johannes Müller vom TSV Rhein-Lech. Bei diesem Treffer zum 3:1 kann sich Kichan Schöringens Torwart strecken, wie er will. Ein absolutes Traumtor in der Bayernliga Süd. Und nochmal die Bayernliga Süd. Schlitzohr Emre Arik schlänzt die Kugel wunderschön in die Maschen. 1:0 für den FC Pipinsried gegen den FC Ismaning. Zum Abschluss ein herrliches Solo. Gökhan Aydin von Bayernligist Viktoria Aschaffenburg schickt Verteidiger und Torwart in den Urlaub und vollendet zum 3:1.